Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einem weiteren meiner Videos. Heute soll es mal wieder um Smart Home, schlaue Geräte für zu Hause quasi gehen. Und zwar möchte ich euch ganz konkret heute etwas über diverse Trust-Geräte, die ihr hier schon auf meinem Tisch sehen könnt, erzählen. Vorab kleiner Disclaimer, das Video wird weder von Trust in irgendeiner Weise finanziert, noch bin ich dafür von Trust anderweitig bezahlt oder entschädigt worden. Das ist quasi einfach nur beim eigenen Mist gewachsen, wenn wir so wollen, da ich diese Produkte einfach entdeckt habe, ausprobiert habe und euch dazu heute ein bisschen was erzählen möchte. Worum soll es gehen? Und zwar soll es darum gehen, wie auch schon in vielen meiner anderen Smart Home Videos, wie man quasi diese Trust-Lampen zusammen mit einer Alexa / einem Echo Plus, hier im Bild seht ihr jetzt ein Echo, ich habe jetzt keinen Karton vom Echo Plus zur Hand gehabt, ist aber auch egal, wie wir die mit dem Echo Plus so steuern können oder koppeln können, dass wir die Lampe einerseits selbst über die Sprache ein- und ausschalten können und andererseits eben auch über diese Fernbedienung. Vielleicht ganz kurz was zu den beiden Produkten. Wir haben also jetzt hier einmal, ich weiß nicht, wie das mit dem Fokussieren klappt, und vor allem mit dem Licht, sehr hell hier. Gut, ist nicht so schlimm. Also wir haben hier einmal diese Trust Remote Control, so eine Mehrkanal-Fernbedienung für Zigbee und hier eine ganz einfache Trust, E27 ist das. Spielt aber auch keine Rolle, da könnt ihr im Prinzip alles mögliche nehmen, E14, E27, ich glaube, die haben auch das normale im Programm, was es halt da eben so gibt. Also Ziel soll sein, die Birne einerseits mit der Fernbedienung steuern zu können, das ist im Prinzip gar nicht so schwer, das würde man relativ einfach auch mit den Anleitungen hinbekommen, dass man die direkt miteinander paart, aber dann kriegt man sie natürlich nicht über Sprache oder über die Alexa-App gesteuert und aber eben, wie gesagt, parallel dazu auch über Sprachsteuerung oder über die Steuerung der App, oder ich habe es zum Beispiel auch, ich habe einen IO-Broker noch, wo ich das dann drüber steuern möchte, solche Geschichten. Also gibt es verschiedene Anwendungsszenarien, wo ich das eben kombinieren möchte, und das ist eben leider nicht ganz so einfach, aber ich werde euch im Video zeigen, wie es geht. Ist also auch kein ganz großes Hexenwerk. Gut, als erstes schraube ich natürlich ausgeschaltete Lampe hier die Birne mal in die Fassung ein. Die werden wir da gleich brauchen. Ich schwenke den Kopf ein bisschen nach unten. Das ist einfach nur, dass das im Video jetzt nicht ganz so sehr hell wird nachher gleich. Genau. Wie geht das Ganze los? Als allererstes muss ich die Lampe resetten. Ich habe sie natürlich aus der Alexa-App rausgeschmissen. Das ist ganz wichtig, dass sie da nicht mehr drin ist. Und dann muss ich sie eben jetzt durch das fünfmalige An- und Ausschalten, das kennen wir ja von anderen Lampensystemen auch schon, im Prinzip in den Werks- und Kupplungszustand zurückbringen. So, wir sehen das hier, ne? Sie blinkt hier einmal ganz kurz nochmal auf und damit signalisiert sie mir quasi, dass sie jetzt zurückgesetzt wurde. So, der nächste Schritt, dazu brauche ich dann jetzt also die Alexa-App. Der nächste Schritt ist also jetzt das Koppeln der Lampe über die App. Stimme ich für gewiss, dass hier die Aufzeichnung auch läuft. Ja, passt. Genau, also über die App wird also jetzt die Lampe hier hinzugefügt. Einfach Gerät hinzufügen, könnt auch über Sprache, das Gerät steht allerdings jetzt im Nebenraum, das Ganze einfach suchen lassen. Der Hersteller taucht ja, glaube ich, in der Liste nicht mit auf, spielt keine Rolle, auch mehr einmal sonstige. Ich mache es immer so, ich schalte die Lampe immer ganz gerne vorher aus, starte die Suche und schalte dann im Prinzip die Lampe erst wieder ein. Jetzt hoffe ich, weil der Echo Plus steht hier ein Stückchen entfernt, ah, da hat auch gleich funktioniert, super. Hatte jetzt ein bisschen die Angst, dass die Kupplung nicht gleich funktioniert aufgrund der Distanz, aber das hat super funktioniert. Genau, wenn das Ganze geschehen ist, also wenn die beiden sich gekoppelt haben, dann müssen wir uns als nächstes um die Fernbedienung kümmern. Jetzt versuche ich mal, ob ich das mit dem Licht doch mal ein bisschen besser hinkriege. Wir nehmen mal hier ein bisschen Licht raus. Jetzt müssten wir die gleich, wenn sie ja scharf stellt, sehen können. Genau, denn diese Fernbedienung hat mehrere Knöpfe, die jetzt eine Rolle spielen. Wir haben hier oben diesen Einschaltknopf, wir haben mit diesem I drauf, wir haben mit dem O den Ausschaltknopf, wir haben hier diesen mit den zwei Birnen drauf und wir haben hier einen, so einen Kanalwahlschalter und natürlich lauter, leiser hätte ich bald gesagt, also heller und dunkler. Und als allererstes müssen wir die Fernbedienung ebenfalls resetten, für den Fall, dass es schon mal gekoppelt war, weiß man ja immer nicht so richtig. Dazu muss ich diesen Ausschalter hier unten, brauchen wir wieder einen Fokus hier, den Ausschalter hier unten für etwa 10 Sekunden gedrückt halten, bis diese LEDs mir das auch bestätigen. So, ne, da, weiß nicht, ob man das Video sehen kann, haben jetzt alle Leuchten, alle LEDs hier einmal kurz aufgeleuchtet.
Damit ist die Fernbedienung jetzt entsprechend zurückgesetzt. Der nächste Schritt ist, dass ich jetzt quasi die Fernbedienung mit dem Echo koppeln muss. Dazu brauchen wir also entsprechend wieder die Alexa-App. Die hat jetzt hier natürlich die eine Lampe gefunden. Das ist gut so. Genau, und zum Verbinden der Fernbedienung mit der Alexa muss ich die Taste mit diesen zwei Birnen hier drauf, ne? Also ich zeige die nochmal kurz. Hier die mit den zwei Birnen. Die muss ich da jetzt gedrückt halten. Und damit aktiviere ich sozusagen diesen den Kopplungsmodus. Und hier ist es so, dass ich das halten muss, bis diese LEDs, die wir da gerade gesehen haben, entsprechend blinken. Das heißt also wieder in der Alexa-App hinzufügen von einem neuen Gerät. Ich nehme jetzt hier sonstige, gibt es ja sonstige, gab es da glaube ich auch. Genau, sonstiges. Und Gerät suchen. Und während er sucht, drücke ich hier auf dieses Knöpfchen und wir schauen mal, ob das funktioniert. Ja, da hat was geblinkt. Ich denke, das müsste schon gereicht haben. Schauen wir mal. Wird uns gleich das Telefon verraten. So, das hat jetzt im zweiten Anlauf, dritten Anlauf, ich weiß es schon gar nicht mehr, funktioniert. Also ich bin jetzt tatsächlich einfach mit der Fernbedienung direkt an den Echo Plus rangegangen. Hier ist einfach die Distanz wahrscheinlich zu groß. Dafür sind Dinger ja auch nicht gemacht, dass die durch mehrere Räume, das Ding steht in einem ganz anderen Raum, funken können. Genau, also Fernbedienung ist mit der Alexa / mit dem Echo ebenfalls verbunden. Das Ding wird hier übrigens als Trust Remote, wie sagte das Ding? Schon mal schauen, hier das Gerät hat er das jetzt genannt. Das Gerät hier. Er zeigt mir das direkt an. Nee, gar nicht mehr. Also zeigt es nur einfach als unbekanntes Gerät an. Die Lampen werden irgendwie als Trust auf jeden Fall erkannt, die Fernbedienung scheinbar nicht. So, egal. Also, um jetzt die Birne und die Fernbedienung miteinander direkt zu koppeln, brauche ich jetzt einmal hier von der Fernbedienung den Einschalterknopf hier oben. Ah, ist mit dem Licht ein bisschen schlecht zu sehen. Aber ihr wisst, welchen ich meine. Ich gehe mal das Licht nochmal raus. Also hier den Einschalterknopf hier oben, ne? Den brauche ich dazu. Und damit gehe ich jetzt also an die Birne ran und halte den eine Weile gedrückt. Und zwar sollte das nach etwa 10 Sekunden dann durch die Birne auch mit einer entsprechenden Quittung bestätigt werden. Ja, achtet drauf beim Drücken des Knopfes. Ich habe hier bei meiner Fernbedienung, die scheint schon ein bisschen müde zu sein, was die Batterie angeht, dass dieses Lämpchen hier vorne entsprechend auch angeht. Das tut es hier bei mir gerade nicht so richtig. Mal die Fernbedienung noch ein bisschen, Batterie noch ein bisschen bewegen. Also. Oh mein Gott. So, da sehen wir die Quittung von der Lampe. Müsst auch ein bisschen warten, genau, bis dieses Dimmen hier passiert. Jetzt sollte man dann auch erst loslassen. Also das hat so etwa 10 Sekunden gedauert. Wie gesagt, sind etwa 5 Leuchtsignale sozusagen, die man hier sehen kann. Ja, wenn das Ganze jetzt geklappt hat, dann sollten wir jetzt in der Lage sein, wir wählen das einmal hier aus. Im Hintergrund ist die Lampe zu sehen, hier mit dem einen Ausschalter die Lampe auszuschalten und mit dem Anschalter sie einzuschalten und natürlich hier auch das das kann man jetzt im Video schlecht sehen, weil die Helligkeit sich ja so ein bisschen selbst mitregelt. Aber das An- und Aus ist ja ganz deutlich zu sehen. Und dann nehme ich jetzt wieder das Telefon. Das Ganze sollte natürlich jetzt weiterhin über die Alexa-App gehen und damit natürlich dann auch weiterhin über Sprache. Das kann ich jetzt hier in dem Raum nicht zeigen, ist aber nicht schlimm. Das denke ich, könnt ihr mir einfach glauben. Und zwar müssten wir jetzt hier einfach dieses siebte Licht haben. Und wenn ich da jetzt eben sage, mach das einmal bitte an, da sehen wir, da geht es an. Und ich kann es entsprechend hier dimmen, ja, also alles, was man halt eben so von der Alexa und den Fähigkeiten der App eben so kennt. Ja, das soll es auch eigentlich schon gewesen sein zu der Geschichte. Ich packe euch in die Videobeschreibung rein die Links zu den
Trust-Artikeln, die ich hier verwendet habe. Da gleich ein Hinweis dazu, das sind Affiliate-Links. Wenn ihr das Ganze bestellt, kostet euch das keinen Cent mehr und ich verdiene ein paar kleine Prozentchen an dem Kauf sozusagen. Natürlich bei weitem nicht das, was die Dinger mal gekostet haben, aber darum geht es auch gar nicht. Aber das solltet ihr einfach wissen. Ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt, dem Video einen Daumen nach oben gibt, wenn euch das gefallen hat, beziehungsweise wenn euch das hilft. Und ansonsten, wenn es Fragen gibt, wenn es Kommentare dazu gibt, dann packt die bitte gerne in die Kommentarfelder und ich werde versuchen, euch schnellstmöglich darauf zu antworten. Das soll es gewesen sein. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao.